Ihr 15-jähriger Sohn wurde an der Schule gemobbt und bedroht, weil er jüdisch ist. Genau. Wie kam es dazu? Na, das fing wohl am dritten Tag an. Da gab es das Thema Palästina, Israel und die Kinder in seiner Klasse, die aus muslimischen Familien stammen, meinten dann, ach, ich hasse die Israelis, ich hasse die Juden, wenn ich mal einen sehe, dann töte ich ihn und so weiter und so fort. Und damals wusste noch keiner, dass mein Sohn jüdisch ist und dann hat er gleich so einen Rückzieher gemacht, also besser, ich sage nichts. Ne? Also mein Sohn hat angefangen dann, die Schule zu meiden. Er hatte mittlerweile also richtig viele Fehltage. Und der Lehrer meinte dann, er wird nicht gemocht, weil er immer zu spät kommt. Und deswegen wird er gemobbt, was natürlich Quatsch ist. Also ich meine, die Tatsache, dass ein Kind heutzutage nicht mehr seinen Glauben preisgeben kann, also das tut mir leid, das geht nicht. Also ich war total baff, das habe ich auch meinem Sohn gesagt, dass er sich verstecken muss und nicht sagen darf, dass er jüdisch ist. Das macht Angst. Haben Sie das Gefühl, dass Sie... Den Lehrer haben Sie schon angesprochen, dass Sie insgesamt genug Unterstützung in der Schule bekamen? Wir haben keine Unterstützung bekommen. Seitens der Schule? Nichts. Also mein Sohn wollte auch die Klasse wechseln, in die Parallelklasse. Und der Lehrer meinte dann, man sollte nicht von Problemen weglaufen. Also ich meine, wie gesagt, mein Sohn weigert sich auch zur Schule zu gehen. Er hat jetzt natürlich noch mehr Angst, weil er jetzt auch noch bekannt ist durch den Weltartikel. Und er hat gesagt, er musste da irgendwie was abgeben in der Schule. Und da haben ihn die arabischen Mitschüler entdeckt und haben gesagt, ey, komm, wir wollen mal mit dir reden. Wir haben was rausgefunden. Und dann hat er wupp und ist abgehauen. Mhm. Also ich meine, das kann doch nicht wahr sein. Also er ist jetzt in der 10. Klasse. Nach der 10. Klasse ist sowieso die Schulpflicht vorbei. Dann gucken wir mal, was wir machen. Er möchte ganz gerne nach Israel ziehen, was ich natürlich nicht möchte, weil der Große ist schon da. Aber ja, also... Wir schauen mal. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, also das gibt es immer wieder, dass Schulen versuchen, die Probleme sozusagen wegzuschieben. Die Schulen haben Angst, in den Ruf zu geraten, dass es dort Probleme gibt. Ich habe Briefe bekommen. Ich habe einen Brief von einem Mann, der in Frankfurt in der additive Gesamtschule gegangen ist, ein Deutscher, der mir geschrieben hat, wie er von seinen muslimischen Schulkameraden malträtiert worden ist, von Anfang an. Dieses Mobbing betrifft nicht nur die jüdischen Schüler. Dieses Mobbing betrifft nicht muslimische Schüler. Aber bei den Hardlinern, sage ich jetzt, die diese Ideologie vor sich hertragen mit Gewalt, da reichen Gespräche auch nicht mehr. Mir fällt der Konstantin Schreiber ein, der versucht hat, nach seinem Buch eine Diskussion an einer Schule zu führen in Berlin. Journalistenkollege? Ja. Und die hatten Saalschutz, die hatten Wachpersonal und die mussten trotzdem die Diskussion abbrechen, weil die Schüler derartig aggressiv gewesen sind. Und da ist ein Punkt, wo wir gucken müssen.